Willkommen zurück zu einer weiteren animalischen Folge God of War Ragnarok. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Tierliebhaber, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter, Gewinnspiel läuft, einfach nur bewerten und kommentieren mit eurem Discord-Namen. Ach, da hängst du, du kleiner Spitzbube. So, wir schicken dich mal zu deinen Freunden. Oh, da oben ist die Mutterrabe. Na, gehen wir mal hin. Hey, warst du reich, Welkin? Sollen wir mit dir reden? Okay. Beachtlich, ne? Einfach nur beachtlich. Da ist ja nicht mal ein Riesenvogel. Dass es 6 Risse zu schließen gibt und wir keinen Dank erwarten sollen. Sie hätten nie geöffnet werden dürfen. Sie hat nicht Unrecht. Wir haben mit dem Adler gesprochen, der hier in Helheim thront. Er sah aus der Ferne zu, als ich auf unseren vorigen Reisen gegen die Brückenwächter kämpfte. Durch die Befreiung Garms haben wir 6 Risse nach Helheim geöffnet. Der Vogel ist nicht erfreut, scheint jedoch nicht unser Gegner zu sein. Das ist doch besser so. Für uns oder für den Vogel? Haben wir Glück gehabt, Vogel. Ja, und wo sind die Risse jetzt hier in Helheim? Nur hier oder überall? Na gut, 6 Risse. Neue Herausforderung, wo wahrscheinlich auch wieder sehr, sehr harte Gegner auf uns lauern und warten. Weil hier auf der Karte sehe ich, glaube ich, jetzt nichts, oder? Wenn es so wäre, wären es ja irgendwelche Fragezeichen. Abschluss, 100%? Was? Wow. Okay. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass wir 100% haben. Weil dann haben wir wirklich alles gefunden. Dann gibt es hier gar nichts mehr. Kein Vogel, nichts, oder? Das deute ich jetzt mal so hin. Wissen, ja, und Odins Raben. Alles weg. Oder es ist nur die Area. Es gab doch mehr. Oder zählen die Kisten gar nicht in die Prozente rein? Ich dachte, die würden auch reinzählen. Was ist? Ich war wieder zurückgekehrt zu meinem alten Wesen. Zornig. Argwöhnisch. Mit dir. Jetzt und vorher. Ich hab dich verjagt. Und ohne dich war ich leichtsinnig, zu selbstsicher, hab dumme Fehler gemacht. Ich dachte irgendwie, ich schaff das alleine. Du hattest recht. Nein. Auf unserer gemeinsamen Reise bist du ein Krieger geworden, deines Namens würdig. Ich war der, der nicht bereit war. Du musst nicht der sein, der du warst, nur weil ich nicht da bin. Versprechen wir es uns.
Ich höre auf deine Stimme in meinem Kopf, wenn du nicht da bist. Zur Führung. Und du machst dasselbe. Ja? Ich muss wissen, dass du ohne mich klarkommst. Atreus. Es tut mir leid. Das muss es nicht, Vater. Mach's besser. Gehen wir heim. Nichts ist geschrieben, das nicht gelöscht werden kann. Weißt du noch? Prophezeiungen sollten nicht unsere Entscheidungen steuern. Dann schmieden wir unser eigenes Schicksal. Ah, die beiden, ne? Richtig rührselig. Ich hoffe so sehr, Kratos stirbt nicht. Willst du noch was erledigen, bevor wir zu Sindri gehen? Nein. Zuerst holen wir Mimir. Dann sagst du uns, was du in Asgard erfahren hast. Danach sehen wir weiter. Er ist wirklich wie ein Bruder für dich, oder? Und was ist mit Freya? Die scheint inzwischen eingezogen zu sein. Als sie ihren Hass wieder auf Odin richtete, erkannte sie, dass unsere Interessen übereinstimmten. Davon wollte ich sie auch überzeugen, aber... Wann war das? Oh, bevor ich dir erzählt habe, wo ich nachts war. Ach so. Sie hat mich nicht getötet. Ich habe nichts gesagt. Wann war das? Hey, Ausgangssperre, junger Mann. So ja jetzt nicht. Hörnchen? Oh, hi! Möchtest du zum Boss? Ja, tut mir leid. Er kümmert sich um den Schaden, den Garm angerichtet hat. Versuch's doch später nochmal, ja? Trottel. Kleiner Pisser. Okay, wir können jetzt eh nichts machen, weil ich hätte gerne mal die Drachen... Wurzeldrachen-Babys abgegeben. Ihr seid es. Wie ist es gelaufen? Die Bestie macht uns keinen Ärger mehr. Das ist eine gute Nachricht. Der alte Garm ist also hinüber, ja? Ja, quasi. Atreus, deine Entscheidung nach Asgard zu gehen, nach allem, was er uns antat... Das werde ich nie verstehen. Aber ich hoffe, du hast zumindest was Brauchbares für uns. Das hoffe ich auch. Kommt, ich zeig euch, was Odin treibt. Das hier ist ihm am wichtigsten. Mehr als Ragnarök und alles andere. Diese Maske. Erkennt sie jemand? Das Ding? Eine Sackgasse. Er hat schon damit rumgespielt, bevor ich ihn kannte. Ganz ehrlich, ich dachte, die Riesen hätten ihn damit aufs Kreuz gelegt. Oh, na gut. Nein. Du irrst dich, Mimir. Die Maske ist nicht gefälscht. Die Riesen schufen sie nicht. Und nur wenige sahen sie je in ihren Visionen. Sie kannten ihren Ursprung nicht, aber einige glaubten, man könne damit die Geheimnisse der Schöpfung selbst sehen. Ein Orakel? Mehr, viel mehr. Damit würde man eins mit der Quelle unendlichen Wissens. Das... Dafür hat Odin mich gequält. Und was meinst du? Kennst du's? Nein. An dieser Obsession hat er mich nie teilhaben lassen.
Aber ich sage dir, selbst wenn Odin die Wahrheit sagt, seine Absichten sind falsch. Egal wie, wir dürfen uns nicht ablenken lassen. Ist Heimdall unser Ziel oder nicht? Wir schreiben unser Schicksal neu, auf andere Art. Dann gehe ich zurück nach Vanaheim. Wenn wir nicht gegen Odin kämpfen, sollte ich meinem Bruder helfen, ihn abzuwehren. Wir gehen zu ihr, wenn wir können. Der Zwerg weiß doch was. Über die Maske an. Denke über einen Plan nach. Aber wenn du wohin willst, bin ich dabei. Jo, Zwerg. Alle von euch. Es tut mir wirklich leid, wie ich gegangen bin. Ihr wisst, ich würde keinen von euch absichtlich verletzen. Nun, wenn man sich aus Versehen in einen Bären verwandelt, kann so etwas auch schon mal vorkommen. Also, verzeihst du mir? Natürlich, Atreus. Wir wissen, du wolltest nichts Böses, Junge. Sindri? Sicher werde ich das. Irgendwann. Gut. So ist es wohl. Wo wir gerade reinen Tisch machen, hoffe ich, dass mir verziehen wird, dass ich beim Angriff der Hehlläufer nicht mehr tat. Meine Vorbehalte gegen Gewalt sollten nicht gelten, wenn das eigene Heim angegriffen wird. Und schon gar nicht von untoten Abscheulichkeiten. Ich griff nach einem Schild statt nach einem Schwert. Du hast mich zu Recht dafür gerügt, alter Freund. Wenn es wieder soweit ist, bin ich bereit. Gut gesagt, Tyr. Ich glaube, du schaffst das. Kann er nicht einen Körper irgendwie bekommen? Ich meine, so viele Dinge sind möglich. Götter kann man bezwingen und Schicksale neu umschreiben. Aber der Dude hier, der kann nicht mal einen Körper bekommen. Ich hätte nicht gedacht, dass Sindri so nachtragend ist. Ich kann dir die Axt schärfen, wenn du möchtest. Ein lebender Mensch, Mann. Das bin ich. Was ist denn bei dir los? Alle so emotional. Hey. Ach, Kratos, du bist jetzt auch irgendwie Therapeut und alles. Alles gut. Ha, es braucht schon mehr als einen Pferd voller Gestalten, um mich zu stoppen. Was soll ich denn tun? Mit einem Verband am Kopf herumlaufen und um Aufmerksamkeit betteln? Ich wurde zerfleischt von einem Bären. Angenagt trifft es eher. Pussy. So, die Axt ist Stufe 4, jetzt ist sie Stufe 5. Was ist denn Maximum? Halte sie scharf, dann hält sie dich am Leben. 9. Also, bevor wir nach Freya sehen, hast du in anderen Welten vielleicht noch irgendetwas zu erledigen? Der Junge würde sich ja gern helfen. Was haben wir gerade drauf? Aber das hier... unaufhaltsame Aura zu gewähren. Was man hier alles machen kann, das ist so viel Zeug. Ich verliere halt hier ein bisschen Abwehr und ein bisschen Runen. Quark. Aber egal, in welche Richtung ich mich bewege von Runen, kann ich mich verabschieden. Element Wind. Boah, da kannst du ja richtig Glück pushen. Schilde, den haben wir auch neu dazu. Können wir noch nichts machen. Wie sieht's denn eigentlich bei der Rüstung aus? Gibt es irgendwas? Das ist halt eine geile Rüstung, ne? Gehärtete Überreste. Ach komm, Level 7 Kram. Darin wirst du nicht mal einen Kratzer abbekommen.
Let's Butch, mein alter Freund. So. Wie sieht's denn hier aus? Atreus, irgendwas Neues? Informations? Ich mach einfach hier mit weiter, bis du losziehen willst. Gut, ich... ja. Tier? Machst du mit, Kratos? Sitzen, konzentriert atmen, versuchen, den Geist zur Ruhe kommen zu lassen? Nein. Damit kann ich nichts anfangen. Ruhe ist Stillstand, Stillstand ist Tod. Ich bin ein Tornado. Hey, warte! Wir kommen mit. So, die alte Gang ist wieder zusammen. Schöne, saubere Würstchenparty. Und jetzt, was mit dem Meister hier? Da ist er doch. Ihr seid hier! Es gibt etwas recht Wichtiges zu bereden. Das habe ich gefunden. Was für ein lebhafter Haufen! Der Hund von Hel ist keine Bedrohung mehr. In der Tat, du hast dich großer Verantwortung als würdig erwiesen, Meister Kratos. Bitte verzeih mir, falls ich in letzter Zeit abrupt oder unverschämt gewesen sein sollte. Der Verlust von Frau Niedauger lastet schwer auf mir, schon vor den düsteren Ungewissheiten dieser Garmbegebenheit. Ich möchte mich aufrichtig für mein grobes Verhalten in dieser Zeit entschuldigen. Hab ich nicht bemerkt. Du bist sicher nur höflich. Mein Verhalten war unverschämt, geradezu herzlos. Das hat dir bestimmt Unwohlsein bereitet. Nein. Die Wunden meiner Worte sitzen also tief. Und du verbirgst die Narben. Ich schwöre, Meister Kratos, ich werde es wieder gut machen. Möget ihr gesund und sicher reisen, meine Freunde. Belohnung. Jetzt hau endlich ab! Wow. Gut, ich nehme alles zurück. Du bist doch ziemlich fies. Ich dachte, wir kriegen eine Belohnung. Der saftige. Odins Augen. Der Schmelztiegel. Könnt nochmal dahin. So, da haben wir auch noch eine Mission. Ecke von Muspelheim uns dieser Samen bringt, ha? Mimir, was weißt du noch über die Maske? Nur, dass sie Odins größte Leidenschaft im Leben war. Er hat Aiers brennenden Ozean überquert bis ins Herz der stillen Matrone, nur um sie zu finden. Es hat ihn seine ganze Mannschaft gekostet, aber wenn man ihm glauben darf, war sie all das Blut mehr als wert. Also will Odin tatsächlich der ultimative Allvater werden. Muspelheim, als wäre ich gerade hier gewesen. Warte ganz kurz. Muss die Quest noch auswählen. Kabams. Odin dich angestiftet? Ja, die Begleitung ist dieses Mal aber besser. Na, wen haben wir denn hier? Ist Ärger, was? Ich wusste, dass du einem weiteren Versuch bei diesen Kampfprüfungen nicht widerstehen kannst. Es stimmt. Das müsste Aschenblatt sein. Ach, da sind wir diese guten alten Kloppe-Prüfungen. Moment, habe ich jetzt die Quest ausgewählt? Was ist das denn? Hier ist eine Kiste und hier ist eine Rune. Warte, das Schwert. Wie beim letzten Mal, vor so vielen Wintern. Welche Herausforderung nimmst du? Okay. Da sind sie! 16 Gegner, Sohn. Wow, 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 wow. Kriegen wir das hin? Boah, ich weiß noch, die waren anspruchsvoll. Feuer von hinten! So, vier. Gas geben, Junge. Who's next? Wo denn? Wo? Da oben. Hinter dir! Boah! Boah, die Alte da oben geht mir so auf den Sack jetzt schon. Ja. Ja, es war mir. War mir leider bewusst.
Ist sie da oben tot? Oh, der ist auch erledigt. Kleine. Ja, 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 ich bin gleich tot. Die stinken ja übel. Kaum zu glauben, aber ich bin gleich rippity rip. So, die alte da oben hat mir halt voll eingeschenkt. Oh oh. Schnell. Erstmal Heilung. Erstmal Heilung. Hinter dir, Vorsicht! Ah, Kacke! Gute Arbeit, Junge! Oh nee, ein Heilwichtel! Den hab ich bis hierher gespürt. Muss den Heilwichtel hinten killen. Letzter Gegner. Okay, nur noch das Rattenvieh da hinten. Waren wir gar nicht mal so schlecht. Sieh mal, eine Truhe. Eine Truhe? 6 Herausforderungen gibt's. Nur hier oder im Gesamten? Und was ist drin in der alten Truhe? Wir bekommen. Ja, Asche. Silber. Alter, eine neue Brustrüstung der Stufe 6? Ha. Huh. Hey, die Prüfungen scheinen sich ja zu lohnen. Die scheint sich ja richtig zu lohnen. Sag dir eine Herausforderung besonders zu. Nehmen Sie keinen Schaden. Oh Gott, das wird ekelhaft. Na gut, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Lasst eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und... Tschüss.